Wie ist das jetzt entstanden, dieses zweite Album für dieses Jahr? Das ist eigentlich so, dass ich quasi beim Schreiben für Am Seidenen Faden schon mal dachte, Mensch, man könnte eigentlich auch direkt ein Doppelalbum machen. Hab das dann aber wieder verworfen, weil ich dachte jetzt, ne, zweites Album, direkt Doppelalbum, ein bisschen komisch. Und es wäre auch ein bisschen zu viel Stress gewesen, in so kurzer Zeit zwei Alben zu schreiben. Und dann habe ich jetzt im Sommer mit Cassandra Steen Unter die Haut geschrieben. Und dann kam die Idee wieder auf. Dann habe ich gedacht, nee, irgendwie müssen wir die Songs dieses Jahr noch veröffentlichen, weil wir wollen sie auf der Tour auch spielen und so. Und schwupps, da ist es. Wie entsteht denn so eine Zusammenarbeit? Sagst du, rufst du jemanden an, hier, Cassandra Steen, mach mal mit mir ein geiles Lied für mein neues Album, oder wie läuft das? Also bei Cassandra war es wirklich so, dass ich angerufen habe, beziehungsweise habe anrufen lassen und gefragt habe, ob sie nicht Lust hat, mit mir in der Waldbühne in Berlin zu singen. Wir hatten da schon mehrere tolle männliche Gäste bei dem Konzert, aber ich dachte, es wäre auch ganz witzig, eine Frau da zu haben. Und sie hat direkt zugesagt, dann haben wir das Lied geschrieben. Bei Ray Garvey war es so, wir haben uns einfach relativ häufig irgendwo getroffen, zufällig. Und uns über Musik unterhalten. Das ist relativ naheliegend bei Sängern. Und also beziehungsweise eher über Song schreiben. Und haben da festgestellt, dass wir vielleicht noch was zusammen machen sollten. Was ist dir denn lieber? Kleine Clubs oder große Waldbühne? Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Also es lässt sich eh nicht vergleichen. Waldbühne, das ist eine völlig andere Dimension. Das ist eh ein besonderer Ort, weil in Berlin und für mich ja eigentlich der schönste Ort, an dem man draußen Musik machen kann in Deutschland. Und ich da halt vor 4 Jahren schon mal gespielt habe und das irgendwie ganz witzig ist, jetzt dann 4 Jahre später da selbst als Headliner zu spielen. Das lässt sich nicht vergleichen. Das ist drin sowieso immer anders als draußen. Eigentlich mag ich drin witzigerweise deutlich mehr als draußen. Warum? Weil es da dunkel ist, tatsächlich. Und weil die Leute schwitzen, oder? Und du das riechst, oder? Nee, ah, genau. Es ist der Geruch. Nee, es ist tatsächlich so, dass man einfach natürlich auch so lichtmäßig und so deutlich mehr drin machen kann als draußen. Wie ist das so, wenn man auf der Bühne steht und die Leute singen deine Lieder? Wie ist das? Ein geiles Gefühl, oder? An sich ist das, also kann man eigentlich nicht beschreiben, es war ein wahnsinniges Gefühl, wenn tausende Menschen das eigene Lied singen. Besonders wahnsinnig ist es tatsächlich, wenn sie es bei einem Song machen, der nicht irgendwie im Radio lief, sondern einfach nur irgendein Albumsong ist. So. Und wenn dann quasi Menschen, die ja logischerweise alle nicht zusammen das Album gehört haben, sondern an verschiedensten Orten sich da quasi zusammentun und offensichtlich das gleiche Lied zu ihrem Favoriten erklärt haben, das ist wirklich absurd. Und ich singe da ab noch in der Waldbühne einen Song quasi, habe ich gedacht, geht da mal nur mit der Gitarre raus und wir gucken mal, wie die Textsicherheit ist. Und wenn dann 20.000 Leute so ein Lied mitsingen, das ist echt völlig geisteskrank. Ich war auf deiner Seite im Merchandise, coole Pullis mit Weltretter drauf, Weltretter. Hab ich gesehen. Ah. Hast du die entworfen oder kriegst du die vorgeschlagen oder wie ist das? Es ist tatsächlich so, dass quasi die Menschen, die quasi meinen Merch herstellen, das einfach vorgeschlagen haben. Also die hatten eigentlich nur, ich weiß gar nicht, was das war, die hatten eigentlich ein T-Shirt nur vorgeschlagen mit diesem Logo drauf und ich habe das gesehen und das kann ich euer Ernst sagen, vor den Wochen, die ganze Kollektion, das ist der Wahnsinn. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir jetzt die Marke habe sichern lassen, der Weltretter. Und jetzt also, ne, mich damit intensiv beschäftige, weil das einfach so witzig ist. Jetzt wurde gerade der Umhang quasi kreiert. Und das meinte ich ja mit, dass auf der Tour witzige Sachen passieren werden. Und das, ich feiere es tierisch ab.